So, da bin ich wieder. Wir schauen mal, was jetzt so kommt für Aufgaben, was wir gleich so machen müssen, meine lieben Angelsportsfreunde. Angelsportsfreunde, kann man das so sagen? Ja, ne? So, finden Sie das Angelgeschäft und kaufen Sie Made? Finden Sie das Angelgeschäft und kaufen Sie Made. Soll ich Maden kaufen? Lecker. Um sie zu beweisen, verwenden Sie die Taste WASD und... Achso, das hat... Maden. Maden. Ich liebe Maden. Fischmarkt. Ich soll Maden kaufen. Das war das Geschäft, ne? Wo meine Nase kraulen, das gehört ja auch dazu hier. Draußen hier in der Luft, ne? Frischen Luft hier. Ab und zu muss immer eine Fliege und so Mücken hier und so was, ne? Oh, und ich bekomme langsam Hunger, ne? Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon. Ein bisschen Essen. So, ich soll Maden kaufen. Made? Ne, Mate? Finden Sie das Angelgeschäft? Das ist Lebensmittel. Nee, ein Angelgeschäft. Das hier. Und das ist Verwaltung. Rekordtabelle. Also Angelgeschäft ist das denn nicht. Das ist ein Lebensmittelladen. Rekordtabelle. Da könnte man auch mal reinluschern. So, Rekorde. In den Rekordtabellen werden die größten Exemplare jeder Fischart, die bis zum diesen Moment gefangen wurden, angezeigt. Es gibt eine absolute Rekordtabelle und Rekordtabellen für jedes einzelne Gewässer. Zusätzlich gibt es eine Rekordtabelle, in der die größten Exemplare der aktuellen Woche angezeigt werden. Und ferner können auch Rekordtabellen der einzelnen Regionen sowie globale Tabellen, in denen Spieler aller Regionen unabhängig von ihrer Registrierungsregion vereint sind, aufgerufen werden. Gehen Sie zum Handbuch auf der Webseite. Nein, warum nicht? So, das klappt ja ein bisschen. Ich glaube, ich muss öfter mal vorlesen. Ich glaube, dann geht das auch besser, ne? Ist ja auch Barsch. So, hier sind natürlich die ganzen Namen. Ne? Der ganze Namen. So kann man natürlich alles durchgehen hier, aber wir wollen ja, das kann man immer noch, ne? Und das könnt ihr auch selber, Leute. So, jetzt habe ich gar nicht gesagt, im ersten Video, dass das Spiel sozusagen, ey, ihr kennt das ja, lädt das verlinkt. Verlinkt unterm Video, ne? Deswegen sage ich das mal in dieser Folge. Hätte ich in der ersten Folge machen müssen. Alles Weitere zum Spiel und so weiter ist ja, das Spiel ist verlinkt und so, ne? Sage ich ja sonst immer, aber, ja. Aber, ne, die meisten sind ja schlau, die wissen das ja eigentlich normalerweise. So, Deutschland, was? Deutschland? Deutschland! Krümelart, Stone, wer ist denn hier? Eiswinkel und wie sie alle heißen hier. Da kann man natürlich alles durchgehen und durchlesen mit der Zeit und mal gucken. Aber wir müssen jetzt Maden kaufen. Was ist denn mit den Fensterscheiben los da? Bin ich jetzt beim Angelgeschäft? Ich hatte doch gerade an. Ja, Angelgeschäft, okay. So, was haben wir denn hier hinten noch? Werkzeugladen. Der ist auch neu, das gab's damals nicht. Ja, schön Angelgeschäft. So, weiß einer von euch, ob man irgendwie hier die Anzeige so wie oben rechts oder unten allgemein die Anzeige ausblenden kann? Dann könnte ich nämlich viel, viel schönere Bilder machen. Vielleicht weiß es ja einer von euch, wie man das ausblenden kann. Und auch was unten links so angezeigt wird. Gibt es da irgendwie ein Tastenkürzel zum Ausblenden? Wäre interessant, wenn das einer von euch weiß. Gerne Bescheid sagen. Oh, was denn hier alles reduziert? Wählen Sie den Reiter Naturköder oben in der Leiste und klicken Sie in der angezeigten Übersicht auf die Schaltfläche Made. Zum Kaufen klicken Sie auf den Button mit dem Silbermünzensymbol. Oh, er reduziert die hier, ne? Seid überhaupt da? Läuft die Aufnahme? Ja, Timer läuft auch, sehr schön. Oh, ich habe wieder was zum Vorlesen. Angelgeschäft. In Geschäften können Sie alles kaufen, was Sie zum Angeln brauchen. Die Preise und das Warensortiment können an den verschiedenen Gewässern voneinander abweichen. Das hatten wir auch schon mal, ne? Wenn das von Ihnen gesuchte Produkt nicht verfügbar ist, suchen Sie es im Shop eines anderen Gewässers oder warten Sie auf eine neue Lieferung. Bitte beachten Sie, dass viele Produkte erst verwendet werden können, wenn Sie... Oh, das hatten wir. Das wollen wir noch nie mal lesen, ne? Mit Level und so, ne? Genau.
So, wir müssen auch Naturköder und dann müssen wir Made. Achso, das sind die Hersteller. Kann ich das wegklicken hier? Gehen Sie? Nein, ich möchte da nicht. So. Achso, da oben steht's. Ah, blind. Ich habe ja hier links geguckt. Das steht ja hier oben. Für euch ist es eventuell ganz, ganz klein auch zu lesen. Angelrouten. Wir haben nämlich hier Angelrouten. Wir haben Angelrollen, Angelschnüre, Haken, Kunstköder, Naturköder, Rig-Komponenten, Futtermischung, Zubehör. So, Naturköder, ne? Und ich könnte jetzt hier alles vorlesen, was hier steht, aber nee, spielt das Spiel selber, Leute. Macht auf jeden Fall Spaß. Hab's ja damals, wo ich sagte, wo es noch nicht über Steam verfügbar war, auch über die Hauptseite von dem. Es lief ja damals über die Hauptseite von dem Entwickler. Da hatte ich das damals gespielt. Aber schon ein bisschen länger her. 2019 war es. 2019. So, Würmer, Larven, Natur, Insekten, kleine Köderfische, kleine Ködertiere, Köderfisch, Nüsse, sinkende Boilies, Pop-Up-Bullies, Pellets, Kunstmais, oh, Boilies, ja, es gibt, ist alles da, aber wir müssen ja, was war das? Maden, ne? So, Naturköder, Made, wir sind hier bei Larven, gucken wir da mal rein. Wegen Made. Da, haben wir schon Made. Naturmade. Die haben auch verschiedene Maden auch noch. Natur. Zucker. Nee, Zuckmückenlarve. Naturmähmade. Mate. Naturkaster. Ungeschlüpft, ne? Also noch ungeschlüpft. Naturborkenkieferlarve. Der arme Borkenkiefer. Küchen. Nee. Küchen nicht. Küchen. Richtig lesen, Mensch. Küche. Köcher. Köcherfliegenlarve. Eintagsfliegenlarve. Steinfliegenlarve. Maikäferlarve. Oh nein, ich kann doch nicht mit jedem. Hallo? Nein. Würde ich nie nehmen für Maikäfer. Ist auch mit Gold. Mit Goldstücken zu bezahlen. Goldstücken ist natürlich Premium. Premium. Aber ich bin ja nicht mehr Premium. Ja, ich kaufe eine normale Made. Ne? Gib mir mal eine Made. Gib mir mal eine. Nee, lassen wir das. So, gib mir mal eine. Wie hieß der nochmal? Möhrchen? Meine Möhrchen? Ihr wisst schon, wer das gesagt hat. Ne? So. Gewicht 0,25 Gramm. Anzahl 30 Stück. Ab 2,40. Ui. Produktfamilie. Hier werden alle Varianten des ausgewählten Produkts und seine Beschreibung und seine Eigenschaften angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Variante an. Okay. Die gewünschte Variante. So, Made. What the hell? Ich lese gleich mal da oben, was da steht. Ah, ihr habt richtig Bock, ne? Schön hier zu angeln, hier mit euch zusammen. So, Made. Eine Larve der blauen, grünen oder schwarzen Fleischfliege. Sie ist sehr beweglich und hat einen weißen oder cremefarbenen, wurmigen Körper. Lecker. Maden sind sehr vielseitige. Was? Nee. Maden sind sehr vielseitige Angelköder. Sie eignen sich für Barsche, Rotaugen, Lauben, Brassen und vieles mehr. Maden halten sich gut am Haken. Auch wenn man mit einer Made schon mehrere Fische gefangen hat, bleibt sie trotzdem stabil, befestigt und bewegt sich so, dass man sie nicht immer wieder auswechseln muss. Mhm. Je nach Bedarf wird der Haken mit einer oder mehreren Maden besetzt. Eigentlich, ja, das ist immer gut, mehrere Maden dran zu baumeln, sage ich mal. Maden kann man über längere Zeit in Mehl oder Stärke aufbewahren. Okay. Müsste man eventuell dann auch mehr Mehl oder Stärke kaufen? Das ist ja richtig hier, ne? Umfangreich. Das gab's also damals, das gab's da nicht. Jetzt will ich mich so erinnern, ne? Auch mit der Auswahl hier verschiedene Maden, ne? Ich kenne ja so Angelspiele, dann hast du nur Maden, ja? Und hier gibt's dann halt, ne? Ein paar Maden mehr zum Auswählen. So, ich glaube, wir kaufen erstmal 30 Stück, ne? Wir haben ja, guck mal da oben rechts, da seht ihr es überhaupt ein bisschen klein. Wir haben gerade mal 50 Silberstücke. Und ein paar zerquetschte. Ich weiß gar nicht, wie das hier gerechnet wird.
ich sag mal 50, das steht 50,2. So, 23 würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen, bin ich gleich wieder pleite. Aber hier 30 Stück für 2,40, sagen wir mal. Wird ja auch angezeigt, hier sollen wir kaufen mit dem Pfeil, ne? Oder, weiß auch mal, kaufen ist ausgewählt, ne? So, mal ein Rucksack, okay. Sie haben einen exzellenten Köder gekauft. Probieren Sie diesen doch direkt einmal aus. Schließen Sie das Menü des Geschäfts. So. Oh ne, Regen. Sie können Köder nicht nur kaufen, sondern diese auch aus dem Rucksack verfügbaren Komponenten selbst herstellen. Okay. Lassen Sie uns den Köder Weißbrot anfertigen. Öffnen Sie dazu das Herstellungsmenü. Einen Schnellzugriff auf die Rezepturen bietet der HotKN. Oh Gott, Köder herstellen mit Brot. Oh, ich muss was kaufen, ne? Ich brauche was zu essen. Bin am Verhungern bald. So, was war das N, ne? Okay, selber herstellt. Das ist auch neu, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Suchen Sie in der Liste das Rezept Brotmasse und klicken Sie darauf. Stellen Sie den Köder Weißbrot her, indem Sie linke Maustaste auf der Schaltfläche anfertigen klicken. Bevor Sie einen Köder herstellen können, müssen Sie alle Pflichtkomponenten im Herstellungsmenü ausgewählt sein. Okay. So, Brotmasse. Wo ist denn die Brotmasse? Guck mal, das andere ist alles noch Futtermischung, ne? Güster, Karpfen und so weiter, Kunstköder. Das sind doch hier die Wobbler oder. Ja, Wobbler. Wobbler, Vorfächer, Lebensmittel. Okay, da. Oh, Leute, hier gibt's so einiges. Brotmasse. Okay, Rezept. Die Herstellung eines Gegenstandes ist möglich, wenn alle notwendigen Werkzeuge und Materialien im Rucksack vorhanden sind. Die Qualität des hergestellten Objekts hängt vom Level der Entwicklung der entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten ab. Oh, das auch noch. Wenn der herstellende Gegenstand mehrere Modifikationsmöglichkeiten aufweist, wählen Sie das gewünschte Element aus, indem Sie es mit der linken. Material durchdrücken, der entsprechenden Slot. Ja, das haben wir hier, ne? Guck mal, ist ja nicht so viel Auswahl. Notwendig. Ah ja, Stückzahl ein Stück. Okay, wir haben Brot. Ich muss aber selber essen von dem Brot, ne? Portion, eigentlich Portion. Dieser Gegenstand kann an einem anderen Spieler weitergegeben werden. Oh, das auch. Zustand kann verwendet werden. Mhm. Okay. Ach ja, Weißbrot? Nature? Weißbrot? Eigenschaften, Typ Natur, Gewicht 0,5 Gramm, Gewicht im Wasser 0,25 Gramm. Klar, gibt es ja noch Volumen mit Wasser, ne? Schwimmfähigkeit sinkend, zulässige Hakengröße, winzig 24, riesig 4,0. Dieser Gegenstand kann an einem anderen Spieler weitergegeben werden. So, die ganzen Details, die so drin stehen, ne? Neue Errungenschaft. So, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Köder selbst hergestellt. Bestätigen Sie die Herstellung durch Drücken der Leertaste, danach schließen Sie diesen Hinweis. Gewicht Weißbrot. 30 Stück haben wir bekommen. Köderbeschaffung. Okay. Sehr schön. Taste N. Herstellen mit Brot. Oh, kann ich mir das merken? Zum Glück nämlich auch. Kann ich mir die Videos nochmal angucken? Lol. So. Meine Lieben, was haben wir jetzt hier zu tun? Sie haben alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Ja, nice. Sehr schön. Wenn Sie sich mit dem Spinnfischen vertraut machen möchten. Nein, jetzt noch nicht. Ich will erstmal ein bisschen mit der Pose angeln. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns damit vertraut machen möchten, dann reisen Sie zum Gewässer der Lange Graben. Oh, ich wollte eigentlich weiterlesen, jetzt ist es weg. Da stand noch was.
Ich habe Hunger, das ist im roten Bereich, ne? Das ist nicht so gut. Warum muss es jetzt regnen und warum ist das dunkel? Okay, mein Inventar. Lebensmittel. Ich habe nämlich, guck mal, ein bisschen Essen habe ich ja hier. Portion 4 Stück. Ich habe eine Fischkonserve. Fischkonserve. Fischkonserve ist Saira. Dieses Fischerei. Boah, kann ich mal lesen. Ach so, dieses Fischerei. Nee. Fischereierzeugnis. Mensch. Wird von Food Factory hergestellt. Es ist kein Geheimnis, dass Saira nicht weniger beliebt ist als Lachs oder Stör. Aber deutlich erschwinglicher. Die Konserve mit ihrem bunten Etikett wiegt Erinnerungen an das Meer mit seinen unendlichen Weiten und wird ihre Erwartungen nie enttäuschen. Oh, ich glaube, ich muss gleich nach der Aufnahme eine Pause machen. Ein bisschen mit Lesen hier, ne? Ich habe das ja nicht so mit Lesen, aber es klappt relativ gut, oder, Leute? Doch. Gegenstand. Hier werden 3D-Bilder der Artikel einer Beschreibung ihrer Eigenschaften sowie eine Liste ihrer Bestandteile angezeigt. Um die Gegenstandseigenschaften anzuzeigen, klicken Sie mit der linken Maustaste das Symbol I an. Mhm. So, könnte man hier da Eigenschaften, Projektion, ein Stück. Dieser Gegenstand kann an anderen Spieler weitergegeben werden. Zustand kann verwendet werden. Ich würde halt essen jetzt. Lecker. So. Alkohol. Oh, was haben wir denn hier? 3 Panzer traditionell. Essen. Ui, guck doch mal unten links an, wie sich der Balken gefüllt hat. So, ich möchte jetzt angeln. Ich möchte eigentlich zurück zum Waldsee. Aber ich glaube, wir gucken mal hier wegen Angeln. So, wo ist denn die Brücke hier? Haben wir ja keine Brücke? So, wir müssen auch direkt vom Wasser, ne? So. Oh, Nebel hier, du. F war das, ne? Oh Gott, ist er grell. Ich soll erstmal die Angel in die Hand nehmen. Okay, das ist schnell. Was haben wir denn da? Wir haben ja die nur noch die Tele, ne? Wir nehmen die mal hier. So, da haben wir einen Wurm dran, ne? Wurm ist da dran. Ab hier vorne direkt was beißt. Ich glaube, wir gucken mal. Und Z war ja ranzoomen, ne? Irgendein Fisch noch zum Abschluss hier. Es zappelt. Geht die Pose schon unter? Nee. Wir werden nach oben gedrückt, nach unten. Komm, jetzt gehen wir ab damit, komm. Zieh mal ab damit. Oh, ist der Nebel hier. Ist ein bisschen Horror hier, ein bisschen so. Kleines Horrorgefühl habe ich gerade so, ein bisschen, weil es so nebelig ist. Er zuppelt nur die ganze Zeit dann, ne? Ein bisschen grell. Mit dem Licht und durch den Nebel. Was ist jetzt? Ich schlag mal an jetzt hier, komm. Hängt das schon dran? Ne. So. Oh, man sieht das schlecht, ne? Ja, der Nebel ist aber auch ein bisschen eckig und kantig. Oh, ich freue mich schon, wenn wieder Tag ist. Es ist ja auch 1 Uhr nachts gleich, also... Die Pose gleich gar nicht mehr, also den Schwimmer. Ich sag mal Pose, ne? Andere sagen Schwimmer, ich sag Pose. Oh. Ich glaube, da ist ein Fisch dran. Ja, ist das eine Plimpe?
Rotauge, persönlicher Rekord, größter Fisch gefangen, persönlicher Rekord und maximal Gesamtgewicht gefangen und da stand noch irgendwas. Ja, das war so schnell weg. Ein schönes Rotauge. Und das Sound war auch relativ, ne? Seid ihr jetzt wieder wach, Leute? Ist doch nicht zu laut, oder? War ja auch ein Special-Effekt. Ein Rotauge. 121 EP-Punkte. Posenfischen. Mhm. Freilassen, Backspiel freilassen. Wenn ich sie freilasse, bekomme ich plus 40 XP. Ich brauche aber Geld, ne? Ich lasse die jetzt nochmal frei. Aber nächstes Mal nehme ich auch eine mit. Fisch freigelassen. Mit den freigegebenen Fisch erhalten sie 40 XP-Punkte zusätzlich. Okay. Ich würde sagen, wir machen aber hier Feierabend, hier ist sowieso Nacht. Von der Zeit her passt das auch und der Nebel ist auch blöd. Ja, danke wieder fürs Einschalten. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal wieder, Leute. Bleibt gesund, bis dann. Tschüss.